그래야 어디 가는 거예요, 지금? 진짜 이렇게 가는 거 너무 웃기다. 저 바로 앞에 아침에 데려다 줄 때도 이렇게 안아가지고 데려다 주면 되겠네. 애들 나오네. 어떻게? 몇 시인데? 2시 2분 전. 2시 딱 되면 들어가자. 3분 걸리네. 야, 여기 어딘 줄 알아? 어린이집이야. 친구 저기 타고 간다. Ja, wir warten. Ich, also wenn wir Abstand halten, können Sie gerne auch die Maske absetzen, wenn Sie das möchten. Okay. Für mich ist es in Ordnung. So, ich zeige Ihnen einfach mal hier vorne den Bereich und dann gehen wir in die gelbe Gruppe, wo der Platz frei wird. Und dann können wir den Vertrag machen und die Fragen beantworten. Okay? Dann können wir Video aufnehmen für Ihre erste Besuch. Können wir machen, wenn keine anderen Kinder drauf sind. Okay. Können wir das gerne. Ja, danke. Ja, vorne ist wieder der Personalbereich.여기서 기다린다는 거지. 응. 엄마한테. 우리는 가보면 되지. 응. 어린이집인데 들어가. 배울 거예요. 마음에 들어? 너무 좋다. 응. 되게 좋다. 선생님 너무 좋으시다. 응. 야, 아주 이 Innovationstafel für die Eltern, das ist für Neuigkeiten gibt. Und das ist die Garderobe. Wir haben drei Farben, rote Gruppe, gelbe Gruppe und blaue Gruppe. Und in jeder Gruppe sind 11 Kinder. Und die Lea ist wird in der gelben Gruppe sein. Gelb. Ja, hier beginnt der Kinderbereich. Normalerweise muss man immer Schuhe ausziehen. Ah, okay. Aber heute können sie anlassen, weil die Kinder im Garten sind schon. Ja. Hier haben wir die Küche. Wir kriegen das Essen geliefert von der Caterer. Dieses ist Bio- und Vollwertessen. Mhm. Frühstück machen wir auch selbst. Die kriegen Brot, Obst. Brauchen sie nichts mitbringen. Und am Vormittag auch ohne Zucker. Also wir legen Wert darauf, dass der Vormittag kein Zucker, keine Marmelade, kein Honig und so. Sondern erst zum Mittagessen, wenn ein Kind Geburtstag hat, dann kann es vielleicht einen Kuchen mitbringen oder so und dann ganz auch mal was Süßes geben. Okay. Ja. Ja. Hier ist der Bewegungsraum. Hallo. Genau, auch ein Raum für die Kinder zum Spielen. Oder wenn die Kinder nicht mehr schlafen können mittags, dann können sie auch hier spielen. Dann müssen sie nicht im Bett liegen und ruhig sein. Sondern sie können sprechen, sie können spielen. Okay. Ja. Hallo. Ja, da haben wir die blaue Gruppe. Blaue Gruppe. Ja. Ah, blaue Gruppe. Da haben wir Bau und Obst von ihr so. Ein bisschen den Schwerpunkt. Ja, hier haben wir. Und Bausteine und sowas. Und jeder Raum ist anders. Und die Räume sind offen am Vormittag. Die Kinder können überall hin bis ungefähr 10.45 Uhr, bis 11 Uhr ungefähr. Okay. Genau. Das ist die blaue Gruppe, dann haben wir den Wickelraum von der blauen Gruppe und von der roten Gruppe. Ah, Winkelraum. Da bist du jetzt keinen Gott, ne? Jetzt haben wir hier die rote Gruppe. Ja.
Rote Kupfer ist der Schwerpunkt Forschen, Experimentieren, also Malen, so, ne? Ausruhen, Kuscheln, Entdecken. Es gibt hier viele Aktivitäten. Ja. Gut, dann gehen wir in die gelbe Gruppe. Können wir auch gleich nochmal rausgucken. Okay. Jede Gruppe hat nochmal eine Informationstafel vor der Gruppentür. Da sieht man, welche Kinder da sind, welche krank sind, welche Lieder wir singen. Ein paar Informationen. Gelbe Gruppe heißt am kleinsten. Nee. Gruppe? Nee. Jede Gruppe hat gemischt. Ah, okay. Alter, 1 bis 3 Jahre. Okay. Ja. Das ist die gelbe Gruppe. Da haben wir in der gelben Gruppe das Bad für die Kinder. Da können die mit Wasser spielen. Mhm. Wasser spielen. Mhm. Oder hier auf Toilette gehen. Oh. So süß. Ja, hier gibt es eben Wickeltisch, da hat jedes Kind ein Foto und ein Handtuch drin. Und jedes Kind hat hier Wechselkleidung, neue Hose, neue Pullover, neue Body. Und die Windel haben wir hier auch, also wir haben alle Größen. Brauchen sie auch nichts mitbringen. Okay. Ja, die gelbe Gruppe ist so ein bisschen Rollenspiel, verkleiden. So eine kleine Küche ist hier hinten. Oh. Rollenspiel. Wir können ruhig hochkommen. Hier ist ein bisschen Puppe, Musik. Oh. Und okay, ich bin, ne? Wir gehen so hin, ne? Ja, da los ist egal, ja. Schlafraum. Ja. Kinder Mittagsschlaf machen. Hat jedes Kind eine Matratze. Mhm. Und jedes Kind hat auch Bettwäsche. Oder wenn sie einen Schlafsack haben, können sie ihn auch mitbringen. Okay. Ne? Ansonsten Bettwäsche ist hier. Oder wenn sie einen Schnuller hat oder ein Kuscheltier oder ein Tuch. Also kann sie alles mitbringen, was sie gerne hat. Okay. Ja, das ist noch der Garten. Da können wir kurz rausgucken und dann können wir uns mal hinsetzen. Oh, Spielplatz. Super. Ja, 좋아하겠다, 맞지? 글쎄요. 야, 여기서 놀 건데. Hallo, hast du? Danke. Ja, Tor? Bär. Oma, der hat Oma. Oma. Lea가 와. 레아가 오세요. 레아. 온다 온다. Hello. Hello. 야야 가든. 레아. 꼭꼭. 아빠. 출세했어? 이거 뭐지? 어디 가봐. 쓰레기도 발견.
내 엄마한테 가봐. 엄마? 내 엄마. 근데 여기 너무 예쁘다, 밖에. 그러니까 이런 데가 숨어 있을 줄 꿈에도 몰랐네. 에잇! 뭔데? 근데 먹을 수 있는 거긴 한데 콩이네. 콩. 먹는 건지 어떻게 알지? 먹는 건지 또 어떻게 알지? 인사했어? 먹는데 볼 수 있어요. 누구한테 자꾸 빠빠이 하는 거야? 어머니 마음에 드십니까? 너무 좋다 진짜. 우리 집이었으면 좋겠다. 자기 여기 맨날 오면 되지, 레아랑 같이. 그러게, 약간 그런 분위기. 내가 언제 이까지 왔어? 야, 왜 잘 놀 수 있겠어? 진짜 놀랬어, 움직여가지고. 움직이는 게 진짜 처음이지. 처음이야. 너무 내가 여기 놀고 야, 싶다. 아, 애들 저기 앉아있는 진짜 심쿵이야. 진짜 애들. 너 또 언제까지 왔대? 내가 제 집 마냥 활보 안 해. 맨날 좁은 집에 있다가. 오, 내가 좋아하는 재밌는 집이네. 언니한테 보는 집인데. 여기 이것도 있다. 빨래. 아, 자기 거? 빨래 넣어놓나 봐, 여기. 뭐, 베리 있고 하면. 베리? 꽃 베리 가면 하면. 거기 우리 집 이렇게 보이자. 그니까. 아니, 거기 감성을 못 따라가겠어. 여기 올 때마다 심쿵이야. 이런 데 올 때마다. 여기 이제 선생님들 다 앉아있고. 저기 저거 저렇게 재밌는 저거 어떡할 건데 저거. 저거 우리 교회에도 있잖아. 아 진짜? 교회 뒤에 뒷마다. 상이 아래한테. 어머나. 정리 잘 해야 돼. 내가 잘 지낼 수 있겠어? 언니와 오빠들이랑. 그래, 너무 좋아할 듯. Also dann würden die Kollegen sich bei Ihnen melden wegen Termin. Für Erstgespräch und dann sehen wir uns im September. Schönes Wochenende. Okay. Tschüss. Bis bald. Gleichfalls. Tschüss. 어떠셨습니까 오늘 첫? 레아 어땠어? 소감을 말해주세요. 잘 적응하겠다 레아. 너무 좋아하는데? 근데 갈 때 안 오네. 어? 어. 시커노라 나온다. 아직. 저거 재미를 더 재밌으면 이제 안 간다고 난리치겠지. 첫 그리페 경험 끝. 빠빠이. Monday is busy, Tuesday I feel dizzy, Wednesday is so tiring, Thursday uninspiring, the weekend comes around, I got a ready Monday, I'm